Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Asam Beauty Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. In diesem Adventskalender soll vor allem Pflege dran enthalten sein, aber auch ein bisschen Make-up. Und auf diesem Schuber steht auch eigentlich Pflegeüberraschung, aber Skincare, Make-up, Haircare und Bodycare, was ich sehr interessant finde. Also nicht dieses klassische Facecare. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was wir hier jetzt auch erwarten dürfen. Ja, also wirklich für mich tatsächlich sehr, sehr überraschend, dass hier gar nicht so auf Skincare only gesetzt wurde, wie ja sonst die Jahre. Ne? Finde ich aber auch gar nicht so verkehrt, weil so kann man auch ein bisschen mehr vom Sortiment kennenlernen. 69,99 kostet das wunderschöne Schätzelein, was mit Boxen daherkommt, Zwischenebenen hat, hinten dran hast du auch so einen Aufstellständer und Erwin hält ihn fest. Wir schauen hinein. Genauso wie auch bei dem Make-up-Adventskalender stehen hier hinten so schöne Sprüche drauf. Holy Nights for Your Skin steht hier auf jeden Fall auf der Nummer 1. Also heilige Nacht für deine Haut. Also haben wir hier Skincare am Start. Und zwar ist es das Aqua Intense Feuchtigkeitsnachtcreme Produkt. 20 ml sind hier drin enthalten. Ich finde, das ist eine gute Größe. Da wirst du auf jeden Fall lange was von haben und kannst dann auch für dich entscheiden, ob das was für dich ist. Und ich finde auch, dass die Aqua Intense Reihe definitiv für jede Haut geeignet ist. Also egal, ob du trockene, sensible oder auch ölige Haut hast. Denn auch wenn du ölige Haut hast, braucht deine Haut Feuchtigkeit und dann macht es auf jeden Fall Spaß. Enjoy the little things. Also wir sollen die kleinen Dinge mit der Nummer 2 genießen, die sich aber ehrlich gesagt relativ schwer anfühlt. Hier haben wir Bath & Body aromatisches Candy Apple Duschgel, 50 ml. Das feiere ich. Das passt ja mal mega, mega. Riecht das gut? Oh mein Gott. Riecht wirklich angenehm, nicht zu süß, also nicht so Bilou-mäßig oder so, ne? Es riecht angenehm fruchtig, also das ist definitiv ein gutes Produkt. Wow, schön. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3, It's Time to Make Magic Happen, also wir sollen die Magie geschehen lassen. Da haben wir natürlich Magic Finish drin. Das Klassische ist das mit 10 ml. Da muss man ein bisschen aufpassen, ob man ja einfach dem Teint, also oder diesem Farbton entspricht. Im Sommer, wenn ich wirklich gebräunt bin, aktuell halt, ne? Geil. Passt es mir tatsächlich, aber wenn ich so Richtung Winter denke, halt Dezember, wenn ich den auspacken würde, wäre es mir zu hell. Aber es ist mit drin, das ist ein Klassiker, ich finde es okay. Hier haben wir die Nummer 4, on top of your wishlist. Also ganz oben auf unserer Wunschliste soll dieses Produkt stehen, da bin ich ja mal gespannt. Das ist nämlich leider nur ein Sachet. Ah, aber es ist das hier, okay. Collagen Lift, Neck and Décolleté Mask, das ist ein Doppelsachet, eine Spezialmaske mit Sofort-Effekt für Hals und Décolleté. Ja, die habe ich auch schon mal verwendet, die mag ich gerne leiden. Da haben wir 10 ml drin enthalten und wir kennen das ja auch aus den letzten Jahren. Wir haben auch ab und an diese Masken-Sachets mit dabei, was ich gut finde. Also ich bin ein Fan davon, sowas mit dabei zu haben, ne? Weil das sind halt auch Einmalanwendungen oder Masken generell. Ich mag Masken. Das ist halt so mein Vibe. Und Straffung für Hals und Dekolleté kann ich safe auch gebrauchen. Jetzt sind wir einen Tag vor Nikolaus am 5. Dezember. Let it grow, let it grow, let it grow. Was soll ich denn wachsen lassen? Die Haare. Okay, das macht Sinn. Paradise Length Rice Milk Shampoo, eine Repairpflege für langes Haar mit Paradiesnussöl und Reismilch habe ich hier mit 50 ml. Das finde ich auch schön. Also ein bisschen Haarpflege und das hört sich auf jeden Fall angenehm an. Nicht jeder hat lange Haare, ich weiß, ne? Aber ich glaube, jeder kann das verwenden, oder? Kommen wir zu Nikolaus. Der 6. Dezember. Baby, it's cold outside. Okay, dann haben wir hier irgendwie vielleicht eine Cold Cream oder so. Retinol. Okay, wir können Retinol verwenden, wenn draußen die Sonne nicht so scheint. Die 24-Stunden-Creme, die ist so toll. 20 ml haben wir hier drin. Ich liebe Retinol. Huch. Und deswegen finde ich es einfach klasse. Ja, Retinol und ich, wir sind so. Und ab Oktober verwende ich auch wieder Retinol. Und deswegen passt es super in einen Adventskalender. Take care of yourself. Am 7. Dezember sollen wir uns um uns selber kümmern, was durchaus stimmt. Aber das sollten wir eigentlich ganzjährig. Hier habe ich von Venolive die straffende Handcreme am Start mit Vitamin B3. Das sind Niacinamide, interessant. 25 ml. Handcreme in Adventskalendern finde ich super, weil wir haben da einfach erfahrungsgemäß in der Zeit relativ trockene Hände. Und Heizungsluft und so ist am Start, deswegen Handcreme läuft. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Your new must have. Also hier haben wir eine Maske auch wieder am Start.
Das ist aus Must-Have ein Wortspiel. Retinol ist wieder da. Ja, Anti-Aging Oil Gel Mask. Sehr, sehr toll. Mit Wildrosenöl, intensiv pflegende Maske. Und Retinol ist einfach der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin. Das ist ein Zweier-Sachet mit 10 Millilitern. Und Retinol ist auch so ein bisschen, also das kommt ja von den Vitamin A. Und ja, das ist auch so ein bisschen leicht peelend und wirkt sehr intensiv anti-aging-mäßig gegen halt Slow-Aging macht es halt, ne? Und so finde ich super, verwende ich einfach unheimlich gerne. In der Nummer 9 dürfen wir uns über Time to Relax freuen. Also wir dürfen uns wieder entspannen. Dieser Adventskalender möchte, dass wir sehr gechillt Richtung Weihnachten gehen. Vino Gold Night Power Concentrate 10 Milliliter. Ich denke, das wird ein Serum sein. Und das passt dann natürlich super gut, wenn man ja auch schon... Hatten wir nicht schon Vino Gold? Nee, wir hatten Vino Lift als Handcreme. Okay, ja. Ich weiß nicht. Diese Vino Gold Reihe hat, glaube ich, einen relativ intensiven Duft. Den mag nicht jeder, ne? Aber ja, es ist einfach ein Gesichtsserum, was ich schön finde. Also als Serum an sich, dass es drin ist. Ich kenne die Reihe halt auf meinem Gesicht noch nicht ganz so gut. In der Nummer 10 darf es, ich glaube, auch wieder mit Pflege weitergehen, weil es relativ schwer ist. For Skin as Clear as Cold December Days. Ach so, zur Hautreinigung haben wir hier was am Start. Auch wieder Aqua Intense Hyaluron Reinigungsgel, 50 Milliliter. Finde ich auch super, dass wir hier ein Reinigungsgel dabei haben. Das ist immer der erste Schritt der Gesichtspflege, dass man sich immer vorher das Gesicht reinigen sollte, dann ein Toner verwenden und Serum und dies, das, Ananas, weißt du Bescheid, ne? Finde ich gut. Am 11. Dezember möchte man, dass man sich an den Dezember erinnern soll und das soll man mit diesem Produkt gut können. Oh, das ist ein Fanbrush, das ist speziell, verwendet man für Highlighter. Ich weiß nicht, ob wir hier auch einen Highlighter drin haben. Ist speziell, ne? Nicht jeder mag solche Highlighter-Pinsel. Okay, der ist auch nicht so geil, aber an und für sich hat M. Asam gute Pinsel. Also ich habe den einen oder anderen schon von denen und mag die gerne, aber Fanbrushes verwende ich ehrlich gesagt nicht so viel. Ja, bislang kein Frühprodukt, ne? Läuft. Finde ich wirklich gut. Halbzeit. Have yourself a merry little face mask. Okay, Gesichtsmasken sind hier auf jeden Fall zuhauf drin enthalten, sodass man da auch einfach ein bisschen sich durch die verschiedenen Reihen, denke ich mal, testen kann. Das ist die Pinkley Pore Refining Mask, eine porenverfeinende Maske mit Kaolin. Perfektioniert und bekämpft Unreinheiten, verfeinert das Porenbild, reduziert unerwünschten Glanz. Ein Zweier-Sachet mit 10 Millilitern, das ist definitiv eine Maske, die ich so in der Erdbeerwoche geil finden würde und ne, dann auch verwenden würde. Ansonsten brauche ich sowas eigentlich nicht unbedingt. Direkt darüber befindet sich die Nummer 13, Treatment for You, also Behandlungssinn für dich, okay. Hyaluron Repair, eine Fußbutter. 20 Milliliter haben wir hier drin. Ich mag gerne Fußbutter. Ich mag gerne Fußpflege in Adventskalendern. Ich brauche immer Fußpflege. Jeden Abend werden meine Füße eingecremt. Einfach, damit sie auch ein bisschen Liebe zurückbekommen. Das ist irgendwie so das Körperteil, was viele einfach auch gerne vergessen oder missachten fast schon. Und ja... Hyaluronsäure ist halt, oder Hyaluron ist immer ganz toll für die Haut generell, weil es halt feuchtigkeitsspendend ist und die Füße können es gut gebrauchen. Klein, aber hoffentlich fein wird die Nummer 14 sein. Meet me under the mistletoe, du triffst mich unter dem Mistelzweig, süß. Passend dazu haben wir eine Lippenpflege, Soft Vanilla Bath and Body Lippenpflege. Und hier sind 4,8 Gramm drin, das wird eine Full Size sein. Also auch das ein Adventskalenderprodukt, was für mich auch in so einen Pflege-Adventskalender mit reingehört. Ne? Die 15 ist auch schon schwer. Love is in the Hair. Wir haben hier ein Haarprodukt, hoffentlich auch ein Conditioner, passend zu dem Shampoo. Ja, ist zwar von einer anderen Reihe, aber auch sehr, sehr gut. Keratin, Tiefenreparatur mit restrukturierendem Phytokeratin. Auch hier sind 50 Milliliter drin enthalten. Die Ahuhu Hair Care Reihe finde ich auch ganz schön. Haben meine Haare bislang immer recht gut vertragen. Deswegen finde ich das auch klasse, dass wir hier Haarpflege mit im Adventskalender haben. Die Nummer 16. Glowing Skin is always in. Natürlich. Also Glow, ich bin kein Fan von Matt Skin, muss ich auch gestehen. Ich bin jetzt nicht so diese Full Face oder Full Coverage Estee Lauder Double Wear. Mag ich nicht so gerne. Ne? Aber ja, Glowy Skin ist voll meins. Collagen Lift, 24 Stunden Creme, 20 Milliliter. Die kannst du morgens und abends verwenden. Ich hätte hier ein ganz anderes Produkt drin erwartet. Aber Collagen ist halt so aufpolsternd und wird dementsprechend auch den Glow der Haut geben. Ja, schön. Facecare, ne? Eine Woche vor Heiligabend, am 17. Dezember, For Your Eyes Only. Also hier ist wahrscheinlich eine Augencreme drin. Hatten wir auch noch gar nicht. Nee. Süß. Okay. Youth Lift All-in-One Cooling Eye Gel Cream. Eine Augencreme mit 5 Millilitern. Das ist wirklich klein. Also die Größen dieses Jahr sind wirklich geschrumpft, oder? Sehe nur ich das so? Ich weiß es nicht. Ja. Youth Lift ist auch eine Reihe, die wir bei Asam Beauty finden oder gefunden haben. Ich weiß nicht, ob es hier noch gibt. Und
Augencremes finde ich auch immer großartig. Cooling ist auch immer eine schöne Sache zum Abschwellen. Also das kannst du gut morgens verwenden, ne? Doch, macht Sinn. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember sollte man so langsam die Weihnachtsgeschenke beieinander haben oder spätestens jetzt kaufen. May your days be merry and bright. Wir haben hier wieder ein Sachet drin enthalten. Und das soll uns auch zum Strahlen bringen. Coco Moisture After Sun Mask. Interessant. Okay, du kannst die Produkte aus dem Adventskalender natürlich auch über das ganze Jahr verteilt verwenden, aber das macht jetzt hier in dem Adventskalender nicht so viel Sinn. Hyaluronsäure und Aloe Vera, hautberuhigende und feuchtigkeitsspendende Maske, erfrischtes und entspanntes Hautgefühl. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass wir noch den ein oder anderen schönen Sonnentag jetzt im August oder wir sind im September, erleben werden oder vielleicht sogar im Oktober, dann werde ich die Darm halt machen, ne, aber... Ja, im Dezember ist, glaube ich, ein bisschen spät. Ich halte in meinen Händen die Nummer 19. You're one in a million just like a snowflake. Du bist eine von Millionen wie eine Schneeflocke. Resveratrol Lifting Elixier NT50. Das macht jetzt mit dem die Kombination. Vielleicht wegen der Verpackung. 10 Milliliter, das ist halt ein Serum. Das habe ich auch schon mal aufgebraucht. Das hatte ich mal in einer großen Full-Size, oder? Nee, das Serum, das ist jetzt ein Lifting-Elixier. Okay, das gibst du dir dann vielleicht nur punktuell auf. Aber ich mag die Resveratrol-Reihe, weil die halt auch echt schön die Haut pflegt und ja diesen Alterungsprozess halt ein bisschen verlangsamt. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Meet your new soulmate. Du sollst deinen neuen Seelenverwandten am 20. Dezember treffen. Den habe ich dann schon seit 18 Jahren an meiner Seite. Expression Control Serum Magic Care. Das kenne ich noch gar nicht. 5 Milliliter. Scheint ein relativ neues Produkt zu sein. Also sonst kenne ich mich ja recht gut im Magic Finish oder im Asam-Sortiment aus. Magic Care ist aber auch, glaube ich, eine relativ neue Reihe. Partiell auf das Gesicht auftragen. Weiß ich nicht, was das machen soll. Ja, vielleicht gegen Mimikfältchen. Aber ich mag meine Lachfältchen. Die würde ich jetzt nicht unbedingt überdecken. Die sind halt da, ne? Komm vom Lachen. Ich lache halt viel. Der 21. Dezember ist recht schwer. Let's get cozy. Okay, es soll gemütlich werden. Jetzt erst? Du wolltest die ganze Zeit schon. Collagen Lift, eine Körpercreme. Richtig schön, 50 Milliliter haben wir hier drin. Und das finde ich toll, Körper eincremen, bevor man Weihnachten isst, ist auch gut. In dem Adventskalender ist sinnvoll und hatten wir auch noch gar nicht. Nee, wir durften duschen, aber wir durften uns noch nicht am Körper eincremen. Cool. Die Nummer 22, die zweite und letzte Schnapszahl. Recharging for the Holidays. Also du sollst jetzt wieder aufladen für die Weihnachtszeit. Das ist eine Haarmaske als Zweier-Sachet von Ahuhu. Koffein-Energizing Hair-Mask, Kraft und Fülle mit Bio-Koffein. Sehr cool. 2x8 Milliliter haben wir hier drin. Das kann man dann auch gut zum Verreisen mitnehmen, wenn man über die Feiertage vielleicht irgendwie zur Familie fährt oder so. Und dann macht das in einer kleinen Größe auch Sinn, ne? Aber ja, ist okay, doch. Macht Sinn. Jetzt halte ich schon den 23. Dezember, den Tag vor Heiligabend, in meinen Händen. Make your eyes shine bright. Aber wir hatten doch jetzt letztens erst eine Augencreme drin. Egal, war nur ein Augenserum. Jetzt haben wir hier 5 Milliliter von der Aqua Intense Reihe Hyaluron Augencreme am Start. Und das finde ich ehrlich gesagt aber auch ganz gut, weil du das dann wahrscheinlich auch gut abends verwenden kannst, während du das von Youth Lift eher so für morgens dann nimmst. Ne? Ich mag auch, also das wird tatsächlich viel von der Aqua Intense Reihe. Vieles gut. Das ist jetzt eigentlich erst das dritte Produkt. Produkt, ne? Kommt mir mehr vor, drin haben, weil das sehr nicht individuell ist, sondern für alle verwendbar. Ne? Deswegen, ja. Ich habe jetzt hier Heiligabend, da steht drauf, fill your heart with joy. Also du sollst dein Herz mit Freude füllen. Und hier haben wir eine Creme drin aus der Vino Gold Reihe. Das ist jetzt auch das dritte Produkt. Nee, das zweite Produkt. Okay, 24 Stunden Face Cream, das finde ich gut. 20 Milliliter haben wir hier drin. Und auch das wird dann eine Creme sein, die dann verschiedene Hauttypen auch verwenden können. Und jetzt sehe ich vor mir alle Produkte und ich sage jetzt zuallererst mal Hut ab. Wir haben einen viel, viel besseren Mix als die Jahre zuvor, oder? Hier habe ich jetzt einfach mal den kompletten Adventskalender. Online stand auch, was wir ungefähr für einen Wert drin haben. Ich werde euch die Preise ja anhand der Online-Preise runterrechnen. Und ja, also ist es definitiv so, dass wir kleinere Größen drin haben als in den Jahren zuvor. Denn alles ist teurer geworden, es ist nun mal so. Aber wir haben keine Füllprodukte drin enthalten, was ich positiv finde. Das einzige Tool ist der Pinsel und der ist eigentlich positiv. Wobei er relativ random ist, weil so ein Pinsel hätte ich jetzt in Kombination auch wirklich mit einem Highlighter hier drin gesehen. Aber wir haben einen schönen Mix fürs Gesicht, für den Körper, für die Füße, für die Hände, für ein kleines bisschen Make-up-Feeling auch mit dabei. Auch für Leute, die sich nicht allzu sehr schminken, macht es Sinn. Doch, ist auf jeden Fall ein gelungener Mix.
An dieser Stelle würde mich natürlich auch mega interessieren, was ihr dazu sagt. Ne? Ich weiß erfahrungsgemäß, dass viele sagen, oh, ich finde es blöd, dass wir hier Magic Finish drin haben, weil man halt nur einen Pfleger-Adventskalender haben möchte. Gut, aber dafür ist der jetzt nicht ausgelegt. 69,99 finde ich tatsächlich auch für einen Pfleger-Adventskalender echt mega solide. Klar, erwarten einen dann dadurch auch kleinere Größen und eher Sachets auch ab und an mal. Trotzdem finde ich, dass der Inhalt gut ist. Ne? Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.